So, hallo, Christian Schmeier, Paderauer Beziehungscoach. Wir nehmen das gleiche Video zum zweiten Mal auf. Wieder Ton plötzlich weg, ey. Ich werde wahnsinnig. Also, gut, wird wahrscheinlich dann noch knackiger. Wir reden über Dating. 6 Gründe. Ich hoffe, das werden jetzt genau 6. Warum du dich immer wieder so unglücklich verliebst und einen entsprechenden Liebeskummer hast, anhand einer E-Mail, die ihr auch anstoßen könnt über ein Formular auf liebische.de. Es gibt den Verlustangstkurs, passt auch hier zu dem heute. So eine Aktion vergünstigt für ein paar Tage, 10 Tage, weil wir gerade so eine Aktion machen, auch in Short-Videos. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, ne? So, jetzt muss ich mal meinen Lautstärkemeter hier ein bisschen mehr. So. Hallo Christian, verfolge dich in deinem Video schon länger. Bin schon länger Single, meine letzte Beziehung war sehr toxisch. Dann war ich auch ein bisschen erkrankt. Dann nochmal 1,5 Jahre anstrengende Situationship. Gerade seit dem letzten Jahr merke ich, dass ich eine ganz andere Ausstrahlung auf Männer habe, werde öfter angesprochen, habe angefangen, eine Kurse zu machen, werde auf Dates eingeladen und liebe es auch, diese weibliche Energie zu verkörpern. Sehr gut, nun zu meinem Problem. Vor 4 Wochen habe ich über Bumble jemanden kennengelernt. Online-Dating, nur mal so, aber naja. Als ich meine Schwester besuchte, wir trafen uns noch am selben Tag, haben Kaffee getrunken und am Ende auch geküsst. Ich war hin und weg und auf der anderen Seite war da auch schon ein komisches Bauchgefühl. Ja, das ist so die erste Sache, warum dann Sachen, also es wird jetzt wahrscheinlich irgendwann schlecht ausgehen, warum Sachen schlecht ausgehen, dass ihr nicht auf euer Bauchgefühl hört. Ne? Man hat so einen 6. Sinn, da gibt es auch viel Forschung drüber. Und es ist vor allem so eine Art Angstsinn, so eine Angstintuition und wird gerne verwechselt mit Kribbeln im Bauch so. Und ja, das zeigt eigentlich an, da kommt was Toxisches, aber wenn man gleichzeitig so auf Toxic steht, aufgrund seiner Entwicklung oder noch so ein bisschen steht, geht man halt gerne drüber hinweg. So, das ist der erste Grund, ne? Sehen wir schon. Gut. Wir blieben per WhatsApp und Telefonaten in Kontakt und er fragte mich, ja, auch das eigentlich, nur mal so, datingtechnisch, schreibt nicht so viel, das forciert so diese Fantasieebene. Aber gut, er fragte mich, ob ich Lust hätte, ein Wochenende in Dresden mit ihm zu verbringen, weil es für uns beide auf halber Strecke lag. Holen wir doch mal das Datingbuch, würde ich sagen, ne? Da müssen wir, brauchen wir mal das große Datingbuch. So, also toxische Beziehung gehabt, Situationship und erste Date, Küssen. So, wie geht's dann weiter? Einmal die Woche daten für 90 Minuten. Wie lange dauert denn ein Wochenende? 1000 Minuten. Mit wahrscheinlich Unmengen Sex. Was zur Liebessucht neigt. Nicht gut, nicht gut. Also. Würde ich sagen, der zweite Fehler oder der zweite Grund, wo man hinterher in Schwierigkeiten kommt, zu schnell, zu viel. Ne? Das ist so, das fühlt sich wieder so richtig schön, bedient so schön mein Muster wieder. Und warum und wieso, da kommen wir gleich nochmal zu. Und da schmeiße ich mich mit Volldampf rein. Scheißegal, zweite Date, erste Date küssen, zweite Date, Bums, 10 mal Sex am Tag und das ist halt auch nicht so gut, ne? Wenn man völlig heilen Liebeschip hat, tipptopp Kindheit, immer pünktlich aus dem Kindergarten abgeholt, macht es vielleicht nicht so eine Rolle, aber für viele Menschen macht es eine Riesenrolle und die dürfen eigentlich so nicht daten, so, ne? So, im Vorfeld war ich schon sehr aufgeregt, hatte keinen Hunger, konnte nicht schlafen. Gucken wir mal Liebessuchtsymptome. Hauptsymptome, nicht schlafen, nicht essen, nicht arbeiten können. Da haben wir schon das nächste Problem. Du hast schon früh wahrgenommen, dass dieser Kontakt dich liebessüchtig macht.
Ich definiere Liebessucht als eine toxic als eine Person liebessüchtig. Warum die liebessüchtig wird, es hat immer Gründe. Aber die sind manchmal gar nicht so leicht zu finden. Es gibt Menschen, die sind einfach, also ich vermute mal, dein Datepartner, ich sag's mal so, und dein Datepartner ist, glaube ich, nicht bindungssicher gebunden, weil solche Menschen lösen eigentlich nicht eine andere Liebessucht aus. Ich vermute mal, er hat dich gleich schon gelovebombt. Da haben wir eigentlich schon den, ich hoffe, ich zähle jetzt richtig, den dritten oder vierten Punkt. Sehr wahrscheinlich, ich glaube, das wird kommt hinterher auch deutlich in der Mail, Lovebombing am Anfang, zu schnelles Daten, Bauchgefühl ignoriert. Und jetzt haben wir auch noch Liebessuchtsymptome ignoriert. Ne? Das sind genau die Dates, die ihr verarbeiten müsst. Wenn ihr da Schwierigkeiten habt, ich habe einen Verliebtheitstest auf meiner Website. Macht den, zum Sonst. Der ist ganz einfach, der beantwortet hier Fragen und wenn ihr maximal bei 9 seid, ist es okay. Wenn es 10 ist, nicht gut. Und das hört sich für mich nach 10 an hier, ne? Immer wieder meldet sich die Angst, was ist, wenn ich wieder verletzt werde? Ja, aber das sind, das kannst du vielleicht sagen, das sind die schlechten Vorerfahrungen, das wird auch stimmen, aber es ist wahrscheinlich auch, dass dein System dir sagt, da kommt das Gleiche wieder daher, ne? So, seine letzte Beziehung ist erst 4 Monate her und er hatte seitdem eine WG mit seiner sehr hübschen Frau. Leute, ich kann das nicht mehr, ey. So, jetzt sagt mir eins. Wir haben mal gerade das erste Date hier gehabt. Woher? Man kann über alles Mögliche reden. Ihr könnt über den Weltfrieden reden. Also mal gut, Weltfrieden muss übrigens sein. Über was euch Spaß macht, was weiß ich. Meinetwegen auch, wie man wohnt. Warum wird hier gesagt, dass die Person, mit der du zusammenwohnst, dass es eine hübsche Frau ist. Das klingt für mich schon wieder, und das, da ist es, sagen wir jetzt auch, das ist ein Full-Circle-Moment hier, ist, jetzt wird, glaube ich, auch ein Schuh draus, dass jemand sofort anfängt mit Triangulation. Was ist das? Du kriegst eine zweite, das machen ja, ich sage jetzt nicht, dass das so jemand ist, weiß ich nicht, aber machen gerne so ein bisschen narzisstische Menschen, dass die einem sofort eine dritte Person vor die Nase setzen, ne? So, weil da kommt man sofort, ich muss mich jetzt beweisen. Warum alles in der Welt erzählte dieser Mensch, dass er mit einer hübschen Frau zusammenwohnt, was viele andere eher vermeiden würden, weil sie denken, ja, ich muss ja jetzt nicht jemanden gleich eifersüchtig machen, den ich noch gar nicht kenne. Aber er macht es bewusst. Und dir fällt es auch gar nicht auf, dass das irgendwie, wenn ich das jetzt richtig interpretiere hier, das irgendwie komisch war. Also es ist eigentlich wieder über so Red Flags hinweggehen, wenn ich jetzt da richtig liege. Und da muss ich mal wieder sagen, und da kommen wir als fünfte, Leute daten, die vielleicht ein bisschen dishonest sind, weil ich sag jetzt mal so. Aber ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich glaube, es wird am Ende der E-Mail noch ein bisschen deutlicher. So, er hat von Anfang an betont, dass er etwas Festes sucht und das Verhältnis zu seiner Ex und seiner Mitbewohnerin rein freundschaftlich war. Wenn sowas schon immer so betont werden muss, sie ist sehr hübsch, große weibliche, sekundäre Geschlechtsmerkmale und aber rein freundschaftlich. Warum muss sowas so betont werden, ne? Das Wochenende war wunderschön. Ich vermute mal, Bettsport bis zum Anschlag und bisher das schönste Erlebnis, was ich je mit einem Mann gehabt habe. Ja, das ist jetzt wieder so der Punkt, haben wir eigentlich schon gehabt. Du hast Beziehungen, die fangen nicht langsam an und werden mehr. Sondern du hast Beziehungen, die laufen eigentlich so, die fangen hier oben an mit dem Nachtisch und werden danach eigentlich immer schlechter. So gut, so schlecht, toxische Beziehungen, ne? Umprogrammiertes Liebeschip, Modul 1. Oder komm mal zum Vortrag von mir. Das ist, also wenn keine Beziehung, fühlst du richtig an wie die falsche, ne? Ist der ewige Grundsatz, der Antitoxik. Und wenn sich irgendwas absolut makellos anfühlt, obwohl es eigentlich nicht makellos ist, offensichtlich, dann ist man schon so im Drogenmodus, ne? Passt eigentlich alles zusammen hier, ne? So, Lautsprecher geht noch, sehr gut. Mikro besser gesagt. So, er war in seiner Polarität. Ja gut, viele toxische Begegnungen sind polar, hat hauptsächlich bezahlt. Wir hatten noch Termine, wollen wir es wiedersehen. Als ich wieder zu Hause war, ist der Kontakt direkt weniger geworden. Ja, Push and Pull, heiß und kalt. Lovebombing und jetzt, also keine Kritik war, aber jetzt wird sofort ausgedünnt, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass er es absichtlich macht. Vielleicht ist er auch jemand, der anderweitig volatil ist, ne? Der
vielleicht war er erst so begeistert und dann aus dieser Begeisterung machen Co-Abhängige manchmal auch, ne? Gibt's, lass uns irgendwie sofort 4 Wochen nach Australien fahren und dann stellt man irgendwann fest, ach nee, doch nicht, nee, wollte ich doch nicht, dann gibt's wieder einen Rückzieher. Aber letzten Endes sehr vermutlich nicht bindungssicher, also gar nicht bindungssicher. Das löst in dir, also das kommt dann rüber als heiß und kalt, löst Liebessucht bei dir aus. Vermeiden. So, vorher mehrmals täglich geschrieben, ist auch kein gutes Zeichen. Ne? Nicht unbedingt, ne? Dann gar nicht mehr für 2 Tage. Dann habe ich die Nachricht von ihm bekommen, dass es für eine Beziehung doch nicht reicht. Immerhin wird das jetzt nicht jahrelang durch die Länge gezogen. Also macht er wirklich gleich zumindest klare Ansage. Und man könnte jetzt auch sagen, es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Aber das ist, bei dir hat sich, und das kommt eben durch die Sachen, die wir besprochen haben, hat sich eben so ein Fantasieberg schon aufgebaut von irgendwas ganz Tollem. Und das ist so das Letzte, was man hier nochmal ansprechen muss, dass du entweder Beziehungen generell oder andere Menschen auf den Podest stellst, weil die dir vielleicht in dem Moment so unglaublich toll vorkommen. Vielleicht fandst du den besonders attraktiv oder besonders, weiß ich nicht, aber häufig finden wir auch die Menschen besonders attraktiv, auf die wir besonders liebesüchtig reagieren. So. Also das ist eigentlich in beide Richtungen wahr. Die müssen, für manche, viele sehen die vielleicht gar nicht gut aus, aber für man selber, wenn dieser Chip anspringt, denkt man, das ist geilste Cola in der Wüste. Und aber gut, immerhin nicht schön, weil irgendwo, das wollte ich auch noch ansprechen, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass jemand, vielleicht bin ich nur wieder so negativ, wie er manchmal schreibt, ich weiß es nicht, kriege ich ab und zu mal zu hören, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht gar nicht Single ist, vielleicht ist diese wunderschöne Frau, mit der er in einer WG wohnt, vielleicht ist das seine Beziehung. Es ist Online-Dating, ihr wisst nichts über die Menschen, ne? Also das wird zumindest, wie gesagt, es sollen angeblich 50% nicht Single sein, 50% wird dazu passen, ne? Geschäftsreise, reiße ich mal eine auf. Und das hat vielleicht gar nichts mit dir zu tun, wirklich gar nichts, sondern einfach, da gibt es vielleicht Mäuschen zu Hause. Und das ist eben nicht freundschaftlich und schon gar nicht ist es irgendwie eine WG, ne? Könnte auch sein. Also so ein bisschen, Lovebombing und, soll ich mal sagen, vielleicht müssen Unwahrheiten begegnen. Sicherlich auch Sachen, die Liebeskummer dann sehr verschlimmern, so, ne? Gut, durch den Liebeskummer, den ich jetzt gerade erlebe, merke ich, wie gefangen ich da auf jeden Fall in Liebessucht war und ich frage mich, wie konnte ich da wieder so drin landen? Also erstmal bist du nur ein Mensch. So, und selbst wenn ihr meine Kurse macht, und ich hoffe, ihr macht sie intensiv, weil du hast da zum Beispiel offensichtlich den Datingkurs nicht gemacht, ne? Sonst wüsstest du, dass das keine gute Date-Progression ist hier so, ne? Deswegen macht die Kurse, ne? Bezahlt die 5 Döner und macht die Kurse mehrfach und haltet euch sklavisch dran. Das ist wirklich mein Rat. Wir hatten ja gerade gestern eine E-Mail, wo das jemand gemacht hat und die auch die entsprechenden Ergebnisse bekommen hat. Trotzdem, es kann nicht immer funktionieren und diesen toxischen Dating-Chip abzustellen, dauert selbst unter optimalen Bedingungen, kann das 2-3 Jahre dauern, indem er vielleicht immer noch mal kurz daneben liegt. Also ich könnte jetzt positiv sagen, das ist ja sehr kurz gewesen, wie auch immer du das geschafft hast. Aber bei manchen dauert es eben 20 Jahre, bei manchen 3 Jahre und bei dir hat es jetzt 3 Wochen gedauert. Sind noch nicht mal die 100 Tage um. Das heißt, es ist auch nicht so viel Bindung hergestellt. Insofern, eine harte Lernaufgabe, aber ja, vielleicht auch nicht so schlimm. Du bist nicht schwanger, du hast nicht 10.000 Euro verloren. Und ja, so kann man es auch sehen, ne? Also, zieh deine Lehren draus und dann munter putzen weiter, ne? So, aber eigentlich ist ja Liebeskummer ja nur so schlimm, wenn die Partner auch so toxisch waren. Das ging so kurz, dass du das gar nicht beurteilen kannst. Der ganze Dating-Ablauf finde ich schon toxisch. Außer meinem Bauchgefühl hatte ich jetzt eigentlich keine Anzeichen gezeigt dafür. Ja, aber das Bauchgefühl ist da, das sollst du viel wichtiger nehmen. Und ich finde, es gab zumindest, selbst wenn du die Anzeichen auf seiner Seite, wo du sagst, nee, das war aber ein ganz netter, die Anzeichen sind alle auf deiner Seite, du brauchst keinen Partner dafür, du hast ein schlechtes Bauchgefühl, du hast deutliche Symptome von Liebessucht, mehr brauchst du nicht wissen. Ne? Gib mir die falsche Frau, kriege ich auch sofort obsessives Nachdenken, ne, wenn ich wieder daten würde.
so ist es halt, ne? Das sind einfach Typen von Menschen, die man meiden muss in Zukunft, ne? So, auch frage ich mich, ob die ganze Arbeit, die ich bisher gemacht habe, irgendwie für die Katz gewesen ist. Nee. Also, weil auf jeden Fall einfach die Progression da ist, dass es sehr schnell gegangen ist. Und, also ich denke, die, wo du dich da noch, wo vielleicht mal Optimierungspotenzial ist, ist völlig klar. Und das war vorher offensichtlich nicht klar. Insofern, ja, hast du bestimmt einen super Punkt erreicht. Und jetzt, ich habe das Gefühl bei vielen Leuten, das ging mir früher aber auch so, dass man denkt, man wäre schon weiter, als man wirklich ist. Und dieser Partner zeigt dir jetzt, wo du stehst. Aber das wird auch Fortschritt sein, ne? Alles gut. Vielleicht kannst du eine Einschätzung geben. Ja, habe ich gemacht. Mach die folgenden Kurse. Ich packe ja auch noch mal ein paar drunter, die hier in Frage kommen. Vielleicht interessiert ihr euch auch für die Ausbildung, Dating-Coach-Ausbildung. Und bis dann. Hoffe, dass es diesmal geklappt hier.